Jürgen, 2:0-Sieg im Stadtduell mit dem FSV Jägersburg. Was war dein Eindruck von der Partie heute? Ja, ich denke, von den ersten 20 Minuten muss man ein bisschen reinkommen. Ja, war ein bisschen schwierig mit den Bodenverhältnissen, aber dann haben wir das Spiel kontrolliert eigentlich und die Tore, schöne Tore gemacht. Und zweite Halbzeit, ja, haben wir das Spiel kontrolliert, ohne wirklich den großen Druck zu machen. Aber ja, wir haben 2:0 gewonnen und das zählt. Hättest du erwartet, dass Jägersburg heute so offensiv spielen würde? Ja, was heißt offensiv? Ich denke, sie haben die eine oder andere Möglichkeit nach vorne gehabt, aber richtige Torschancen ja auch kaum. Costa musste in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Was war da passiert? Ja, er ist beim Kopfball zusammen mit seinem Gegenspieler, da musste er auch leider raus. Und ja, müssen wir sehen, wie schlimm das ist. Dann. Ich glaube, eine Platzwunde. Tom, 2:0 gegen Jägersburg. Letzte Woche hat es nicht geklappt mit dem Tor und heute gleich zweimal. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, natürlich ist es immer gut, als Offensivspieler ein Tor zu machen. Aber ich habe in den letzten Wochen auch genug liegen lassen. Am Ende ist es scheißegal, Hauptsache wir haben 3 Punkte, 7. Sieg in Folge. Ob ich jetzt die Tore mache oder jemand anderes, aber trotzdem fühlt sich als Offensivspieler immer gut an, ein Tor zu schießen. Warst du etwas überrascht, dass Jägersburg so gut dagegen gehalten hatte, vor allem in der Anfangsphase? Nee, wir wussten, Jägersburg hat die letzten Spiele auch nicht immer verdient verloren. Also, dass sie fußballerisch gut sind und gute Fußballer in ihren Reihen haben, darauf haben wir uns eingestellt, das wussten wir. Und wir wussten, dass im Stadtderby gerade mit so vielen Zuschauern ein extrem harter Kampf wird. Aber ich denke, wir haben es auch gut angenommen. Nicht über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende trotzdem verdient gewonnen, würde ich sagen. Welche Rolle hat der Regen heute gespielt? Ja, ich denke, keine große Rolle. Also der Platz war super in Schuss und klar wird der Ball ein bisschen schneller, aber dafür sind wir Fußballer, dass wir auch damit umgehen können. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass das eine große Rolle gespielt hat und beide Mannschaften müssen ja auch mit dem Regen klarkommen. Sven, 2:0 gegen Jägersburg. Was ist zufrieden mit der Partie heute? Ja, die 3 Punkte zählen. Die haben wir. Wir haben 2:0 gewonnen. Das war unser Ziel vom Spiel. Und ja, natürlich können wir besser Fußball spielen, aber ja, im Endeffekt zählen die 3 Punkte und die haben uns heute auch erarbeitet. Das war heute teilweise eine ruppige Partie. Hast du auch was abbekommen? Ja, ist ja normal, dass es zur Sache geht. Es ist ein Derby und ja, der Gegner gibt auch alles. Und von dem her kommen zwar 2 Kämpfe zustande, aber ja, ich habe jetzt weniger abbekommen, aber ja, es gehört dazu und wir sind im Endeffekt froh, dass wir gewonnen haben. Jetzt hat man aus 7 Spielen 7 Siege. Wie zufrieden seid ihr da mit dem Start bisher? Besser kann es eigentlich gar nicht mehr laufen. Ja, natürlich, sehr zufrieden. Wir haben alles gewonnen und ja, wir haben aber noch einen langen Weg vor uns. Wir müssen Woche für Woche 100% abrufen und dann ja, sieht es gut aus und ja, so müssen wir weitermachen.